Na, ihr Zuckerschnuten, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch. Willkommen auf Tabasco TV. Heute möchte ich euch anhand eines Beispiels zeigen, wie ihr euer eigenes perfektes Battle-Ready-Pokémon aufziehen könnt. Also ein Pokémon, das ideal gezüchtet und ordentlich trainiert ist. Das Ganze hier möchte ich relativ grob halten, da ich noch einen sehr ausführlichen Guide plane, der sich mit allen Aspekten des Competitive Play befasst und auch ganz frischen Anfängern helfen soll, in nur 10 Lektionen zum Meister zu werden. Freut euch drauf! Fangen wir also mit unserem heutigen Guide an. Als erstes hier eine kleine Checkliste an Sachen, die wir benötigen. Wir brauchen einen Ewigstein, einen Fatum-Knoten, diverse Macht-Items, die Richterfunktion im PC, ein Pokémon mit der Fähigkeit Flammkörper und ein Ditto mit guten DV-Werten. Keine Sorge, ich werde alles, was ich hier gerade aufgeführt habe, sofort noch einmal erklären und in der Videobeschreibung steht, wo ihr diese Sachen findet bzw. freischalten könnt. Und nun geht es mit der Zucht los. Erstmal entscheiden wir uns für ein Pokémon, was wir züchten wollen. Für diesen Guide möchte ich ein X-Bud in Angriff nehmen. Also sollten wir uns ein Zubat, Golbat oder X-Bud besorgen, mit dem wir die Zucht starten. Dafür bin ich schnell in der Höhle geflitzt und habe mir ein weibliches Zubat in einem hübschen Ball gefangen. Der wird nämlich weitervererbt. Ein Weibchen zu haben ist deshalb wichtig, weil die Mutter bestimmt, was aus dem Ei schlüpft. Aus der Zucht mit diesem weiblichen Zubat werden immer Zubats schlüpfen. Einzige Ausnahme ist hier Ditto, aber dazu kommen wir später. Bevor man mit der Zucht anfängt, sollte man sich natürlich erstmal mit dem Pokémon auseinandersetzen. Welchen Zweck soll es später im Kampf erfüllen? Welche Attacken möchte ich einsetzen? Dafür empfiehlt es sich, einen Blick auf Seiten wie zum Beispiel PokeWiki zu werfen. Hier erfahren wir alles, was wir über unser X-Bud wissen müssen. Wichtig ist es vor allen Dingen hier nach Zuchtattacken zu schauen, die nicht fehlen dürfen. Schauen wir mal nach. Auflockern klingt doch super. Damit können wir das Kampffeld von nervigen Tarnsteinen, Giftspitzen und Co. befreien. Sturzflug ist ebenfalls ganz cool. Eine mächtige Flugattacke, für die X-Bud sogar noch einen Step-Bonus bekommt. Beide Attacken lernt X-Bud nicht von selbst. Die sollten wir also draufzüchten. Jetzt suchen wir uns ein Pokémon, das mit X-Bud kompatibel ist und ihm die Attacken vererben kann. Dazu werfen wir einen Blick in seine Zuchtgruppe. Hier finden wir einen ganzen Haufen Flug-Pokémon. Wasserquill ist perfekt dafür, der lernt nämlich beide Attacken von ganz alleine. Zum Glück habe ich sogar noch ein Wasserquill in meiner Box rumliegen, also muss ich das erst gar nicht extra besorgen. Da ich ihm das Auflockern verlernt habe, bringen wir es ihm schnell per Herzschuppe wieder bei. Das geht im Pokémon Center auf dem Mount Lanakila, kurz vor der Pokémon Liga. Jetzt haben wir also unser Zuchtpärchen beisammen, Mama Zubat und Papa Wasserquill. Also nichts wie los zum Pokémon Hort auf der Insel Akala. Hier können wir unsere Turteltaubsies abgeben, um sie zu vermehren. Wir müssen ein paar Schritte gehen, damit ein Ei gelegt wird. In den meisten älteren Generationen gab es rund um die Pokémon-Pension immer eine lange Route, die man bequem auf- und abfahren konnte, um schnell und unkompliziert Schritte machen zu können. In dieser Generation ist das etwas anders. Und zwar gibt es hier unten einen eingezäunten Bereich. Da schlüpft ihr fix hinein und steigt auf euer Tauros auf. Nun einfach den B-Knopf drücken und Karussell fahren. Das sieht zwar merkwürdig aus, ist aber enorm effektiv und angenehm. Tauros ist zu breit, um aus Versehen durch die Öffnung zu flutschen. Diese Methode ist super, um sie nebenbei zu machen, während ihr natürlich meine anderen Videos guckt. Sobald das Cowgirl vor der Pension die Arme verschränkt, wisst ihr, dass ihr ein Ei abholen könnt. Um dieses auszubrüten, müssen wir ebenfalls wieder Schritte machen. Wenn ihr ein Pokémon im Team habt, das die Fähigkeit Flammkörper oder Magmapanzer hat, halbiert sich die Dauer, die das Ei zum Schlüpfen benötigt. Dieser Effekt lässt sich aber nicht stapeln. Ein Pokémon mit dieser Fähigkeit reicht. Ich habe dafür mein Magma. Auch beim Brüten drehen wir uns wieder im Kreis. Nun brüte ich so lange weiter, bis ein weibliches Zubat mit den zwei Zuchtmoves schlüpft. Mit diesem wollen wir den nächsten Schritt angehen, das richtige Wesen. Das Wesen ist ebenfalls etwas, über das wir uns vorher Gedanken machen sollten. Jedes Wesen senkt einen Wert und erhöht einen anderen um 10%. Die Ausnahme hierbei sind die KP. Es gibt zwar auch neutrale Wesen, die nichts erhöhen und senken, die machen im Competitive Play aber wenig Sinn, da es eigentlich immer einen Wert gibt, den ein Pokémon nicht benötigt und es auch immer von Vorteil ist, einen wichtigen Wert weiter zu steigern. Beachtet dabei, dass es in den meisten Fällen sinnvoller ist, einen bereits guten Wert zu verstärken, als einen schlechten auszugleichen. Mein X-Bud soll später ein frohes Wesen bekommen. Das verstärkt seine ohnehin schon sehr hohe Initiative noch weiter und ermöglicht es ihm so, meistens zuerst anzugreifen. Froh senkt im Gegenzug den Spezialangriff. Da ich nur physische Attacken benutzen werde, ist das natürlich völlig egal. Auch bei den meisten anderen Pokémon wählt man in der Regel ein Wesen, das einen der Angriffswerte senkt. Ich würde euch raten, euch zu einem Pokémon, das ihr euch zulegen wollt, immer einen Guide anzuschauen, um herauszufinden, welches Wesen sinnvoll ist. Aber weiter im Text. Jetzt brauche ich ein frohes Pokémon, das ich mit Zubat züchten kann, um seinen Kindern das frohe Wesen zu vererben. Gibt man einem der Eltern nämlich den Ewigstein, wird das Wesen des Elternteils zu 100% an die Kinder weitergegeben.
Glücklicherweise habe ich in meiner Box sogar ein männliches frohes Pokémon gefunden, welches mit Zubat kompatibel ist. Dieses Peppek, das ich am Anfang mal gefangen habe. Also stecke ich nun mein gezüchtetes Zubat mit den Zuchtmoves und das Peppek in den Hort und lasse sie wieder ein Ei legen. Diesmal nehme ich das erstbeste Zubat und voilà, es hat nicht nur die beiden Attacken, sondern auch noch ein frohes Wesen. Jetzt kommen wir zum letzten Zuchtschritt, die perfekte DNA. Genauer gesagt, perfekte DVs. Dabei handelt es sich um einen Wert, den jedes Pokémon zusätzlich auf jedem seiner Werte hat. Dieser Wert schwankt zwischen 0 und 31. Auf Level 100 hätte mein Zubat mit 31 DVs auf Verteidigung genau 31 Punkte mehr in diesem Wert als ein Zubat mit 0 DVs. Wenn wir Pokémon wild fangen, sind die DVs vollkommen zufällig. Um die besagten DVs überprüfen zu können, kann man die sogenannte Richterfunktion für den PC freischalten. Wenn wir uns unser gezüchtetes Zubat nun mit der Richterfunktion anschauen, wird dieses Diagramm angezeigt. Ihr seht, das Ganze sieht recht wirr und durchschnittlich aus. Die Wörter am Rand beschreiben, wie hoch ein Wert ist. Wenn dort sensationell steht, sind die DVs auf 31. Hier zum Vergleich mal die DVs meines perfekten Quapsels. Nur der Spezialangriffswert fehlt, denn wir haben hier ebenfalls ein Wesen, das diesen senkt, weil wir ihn nicht für Angriffe benutzen wollen. 5 31er DV-Werte reichen also in der Regel aus, damit ein Pokémon als perfekt gilt. Ja, wie kriegen wir denn nun Zubats mit solch tollen Werten? Eigentlich ganz einfach, weiterzüchten. Und zwar mit einem Pokémon, das bereits sehr gute DV-Werte hat. Bei der Zucht werden nämlich normalerweise 3 der DV-Werte der Eltern an das Kind weitergegeben. Der Rest ist zufällig. Insgesamt sind so übrigens 12 DV-Werte im DNA-Rennen mit dabei. Jeweils die 6 der Eltern. Ihr könnt euch also vorstellen, dass die Zucht eines 5x31ers ziemlich lange dauern würde. Das bedeutet, dass wir so lange züchten müssen, bis die zufällig ausgewählten Werte ebenfalls auf 31 sind. Gott sei Dank gibt es da eine große Hilfe, der Fatumknoten. Trägt eines der Eltern-Pokémon diesen bei der Zucht, werden 5 der 12 Elternwerte an das Kind weitergegeben. Damit sieht das Ganze schon deutlich einfacher aus. Der beste Zuchtpartner, was gute DVs angeht, ist natürlich ein Ditto. Denn dieses kann sich mit jedem Pokémon, das gezüchtet werden kann, auch paaren. Wenn wir ein Ditto mit einem Männchen in die Zucht geben, bestimmt dieses, was für ein Pokémon schlüpft. Also würden bei Ditto und einem männlichen Zubats auch nur Zubats schlüpfen. Perfekte Zucht-Dettos mit 6 DVs werden gerade zu Beginn einer neuen Generation oft gesucht und angeboten. Dabei handelt es sich in 99,9% der Fällen natürlich um gegente Dittos. Ihr müsst selbst wissen, ob ihr diesen kleinen Cheat-Kompromiss eingehen wollt oder nicht. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ansonsten könnt ihr euch in Generation 7 relativ simpel ein Ditto mit immerhin 4 DVs fangen. In der Videobeschreibung habe ich einen kleinen Guide dazu verlinkt. Aber kommen wir nun zurück zur Zucht. Ich nehme nun mein kleines Zubat und mein perfektes Ditto und bereite sie für die Zucht vor. Zubat bekommt den Ewigstein, damit der Nachwuchs das richtige Wesen hat, und Ditto bekommt den Fatumknoten, damit mehr DVs von den Eltern übernommen werden. Nun stehen sich in der Zucht quasi 6 schlechte und 6 perfekte DVs gegenüber. Schauen wir uns diese frisch ausgebrüteten Zubat-Kinder dieser Eltern mal genauer an. Mit der Richterfunktion sehen wir, dass wir hier eines mit bereits 3 perfekten DVs haben. Dieses Zubat tauschen wir nun mit dem anderen Zubat aus, um die Chance auf perfekte DVs weiter zu erhöhen. Nun stehen sich 3 schlechte und 9 perfekte Werte gegenüber. Die Chance, dass wir sofort unser Super Zubat erhalten, ist damit schon relativ hoch. In der nächsten Gruppe ist leider nur eines mit 4 relevanten DVs dabei. Wir tauschen die beiden Zubats wieder miteinander aus und züchten zu Ende. Nach einigen Eiern ist es endlich da. Ein Zubat mit dem passenden Wesen, Zuchtmoves und 5 relevanten 31er DVs. Damit ist die Zucht abgeschlossen und wir können mit dem EV-Training beginnen. Um es nochmal kurz anzuschneiden, EVs sind ähnlich wie DVs zusätzliche Punkte, die wir auf unseren Pokémon verteilen können, um sie zu verstärken. Auf jedem Pokémon kann man bis zu 510 EVs verteilen. 4 geben dabei einen Punkt auf den entsprechenden Wert. Wir können aber nur maximal 252 EVs auf einen Wert verteilen. Rechenfüchse unter euch werden schon gemerkt haben, dass am Ende 2 EVs übrig bleiben. Die sind also quasi nutzlos. Wir könnten also zum Beispiel 2x 252 EVs auf 2 wichtige Werte verteilen und dann am Ende noch 4 auf einen dritten Wert. Natürlich sind auch komplexere Aufteilungen möglich, aber wie auch bei der Wahl des Wesens solltet ihr hier mal einen entsprechenden Guide anschauen, um eine sinnvolle EV-Verteilung für euer Pokémon in Erfahrung zu bringen. Ich möchte bei meinem X-Bot natürlich vor allem wieder den Initiative-Wert verstärken, denn auch die 252 EVs profitieren vom 10% Boost des Wesens. Die anderen 252 EVs stecke ich hier den Angriffswert, um meinen Schaden noch etwas zu erhöhen. Die letzten 4 EVs kann man auf einen der Defensivwerte packen. Doch wie sammelt mein Pokémon denn nun EVs? Eigentlich ganz simpel, wir müssen mit ihm andere Pokémon besiegen. Jeder besiegte Gegner gibt uns nämlich 1-3 EV-Punkte, abhängig davon, um welches Pokémon es sich handelt. So gibt zum Beispiel ein Abra 1 EV-Punkt für unseren Spezialangriff, während ein Kurtel uns 2 für die Verteidigung bringt.
Meistens gibt ein Pokémon den EV-Wert, der passend zu seinem stärksten Wert ist. Eine lustige Ausnahme ist zum Beispiel Ninja Tom. Der gibt uns 2 KP-EVs, obwohl er selbst immer nur 1 KP besitzt. Für diese Trainingsmethode muss unser Pokémon übrigens nicht einmal selbst kämpfen. Es reicht, wenn der EP-Teil angeschaltet ist. Jedes Mal, wenn unsere Pokémon Erfahrung bekommen, bekommen sie auch EVs. Aber zurück zum Training. Falls ihr glaubt, man müsse jetzt 252 Mangunios besiegen, um seinen Angriffswert zu optimieren, dann kann ich euch beruhigen. Natürlich gibt es auch hier Hilfe. Ihr könnt euch nämlich für 16 Gewinnpunkte ein Macht-Item kaufen. Für jeden der 6 Werte gibt es ein entsprechendes. Dieses gebt ihr eurem Pokémon zu tragen und sein Wert erhöht sich zusätzlich zu den EVs, die der Gegner uns gibt, um weitere 8. Dann gibt es natürlich noch den Pogoruss, mit dem ihr eure Pokémon anstecken könnt. Der verdoppelt alle erhaltenen EVs noch einmal. Genaueres dazu in der Videobeschreibung. Die einfachste Möglichkeit, eure Pokémon nun zu trainieren, ist natürlich die SOS-Methode. Um meinem Zubat seine Initiative zu geben, suche ich einfach ein anderes wildes Zubat und bringe es mit dem Trugschlag meines Absol auf 1 KP. Nun setze ich den Zitterorb ein, was die Chance erhöht, dass Zubat Hilfe ruft. Die zu Hilfe gerufenen Zubat besiege ich nun nacheinander, bis meine EVs voll sind. Ob ein Wert das Maximum erreicht hat, lässt sich ganz einfach sehen, wenn ihr im Bericht die Y-Taste drückt. Da seht ihr ein kleines Diagramm, das die verteilten EVs zeigt. Sobald es hinter einem Wert glitzert, habt ihr 252 Punkte verteilt und könnt in den nächsten Wert investieren. Trainingsorte für alle 6 Werte findet ihr in der Videobeschreibung. Beim Training solltet ihr natürlich aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen falsche Pokémon besiegt, die einen Wert geben, den ihr gar nicht braucht. Aber nun noch einmal zurück zu meinem Zubat. Dieses hat nun alle EVs, die es braucht und kann hochtrainiert werden. Für Online-Kämpfe soll das mindestens Level 50 sein. Nun bringe ich ihm noch Kehrtwende und Ruheort per TM bei und gebe ihm ein passendes Item und lege es zu meinen anderen Rockstars in die Battlebox. Ich freue mich schon drauf, die Fledermaus-Maus zu testen. Damit wären wir auch schon am Ende dieses kleinen Guides angelangt. Ich hoffe, der ein oder andere Anfänger konnte überzeugt werden, dass die CP-Zucht und das Training gar nicht so abschreckend kompliziert sind. Falls ihr noch Fragen zur Zucht und zu einzelnen Pokémon habt, könnt ihr mir die hier gerne in den Kommentaren stellen. Wenn ihr den Guide hilfreich fandet, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung und vielleicht eine Weiterempfehlung. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Aufzucht eurer Lieblinge in Generation 7. Haut rein, bis zum nächsten Mal.